Um ungefähr zu erfassen und konzeptionell einordnen zu können, was unter anderem sprachlich, religions-, Frömmigkeits-, Diskurs- und motivgeschichtlich unter Conversio verstanden werden kann und welche anthropologischen, psychischen und habituellen Prozesse und Zustände damit verbunden sind, lohnt zunächst ein Blick in die Wörterbücher. Betrachtet man das lateinische Lexem conversio zunächst einmal grammatisch und etymologisch, ist es zusammengesetzt aus dem Verb verso bzw. versare und der Präposition con, herkommend aus dem altlateinischen cum bzw. com. Das im klassischen Latein in Zusammensetzungen mit, zusammen, mit sich, bei sich oder auch von allen Seiten bedeutet. Das Bedeutungsspektrum von versare ist breit, bedeutet aber im Großen und Ganzen drehen, hin- und herwenden, herumdrehen, wenden, wälzen, auch in übertragener Bedeutung, etwa eine Sache, einen Gedanken hin- und herwenden, aber auch sein wechselvolles Spiel spielen, etwa wenn es um Fortuna geht, Fortuna omnia versat. Allgemein steht das Substantivum Femininum Conversio für das sich hinwenden und wird daher von Augustinus in De Civitate Dei im übertragenen Sinne als Bekehrung verwendet. Cicero nennt Conversio übertragen auf die Rhetorik zum Beispiel auch die Wiederholung desselben Wortes am Satzende oder die stilistische Umwandlung einer Redegattung in eine andere. Bezogen auf den präpositionalen Sachverhalt, der sich auf den Raum bezieht, bedeutet Conversio aber zunächst nur eine Umwendung, Umkehrung und Umdrehung auch um die eigene Achse, um sich selbst, wie etwa bei den Gestirnen, in ihrer Umlaufbahn periodisch folgend und andere Himmelskörper stetig umrundend. Das lateinische Wort Conversio in seiner klassischen Bedeutung ist also nicht auf eine einmalige Bewegung festgelegt, sondern beinhaltet die periodische Wiederholung, eine Kreisbewegung, also eine Hin- und Wiederkehr. Als ein systematischer Begriff, der Zustände und Bewegungen zwischen Räumen oder eben Systemen beschreibt, lässt sich Conversio als eine Abwendung von etwas mit einer gleichzeitigen Hinwendung zu etwas und also als einen Wechsel von einem System zu einem anderen verstehen. Die übertragenen Bedeutungen, auch als Bezeichnung rhetorischer Formen der Rede, verweisen auf diesen Übertritt einerseits auch als einen sprachlichen und/oder kognitiven Akt, als eine bewusste Entscheidung gegen eine Sache und für eine andere, der eine intrinsische Überzeugung anhaftet, andererseits aber auch auf ein unwegbares Taumeln, ein Hin und Her, ein Spiel im Wind des Schicksals. Das Althochdeutsche übersetzt Conversio als Bekehrida und Umbekehr, auch in übertragener Bedeutung und betont davon von vornherein die Einseitigkeit und Selbstbezüglichkeit des Vorgangs, kennt demgegenüber Umbegang im Sinne einer wiederholbaren Umkehr, Umdrehung und Wechselseitigkeit. Vor allem das Lexem Bekehrida und dann mittelhochdeutsch Bekehrunge erscheint gemäß auch der mittellateinischen Verwendung in auf die Annahme und oder den Wechsel der Religion eingeschränkter Bedeutung. Als ein theoretischer Strukturbegriff, der Systemwechsel über Mechanismen der sozialen Inklusion und Exklusion beschreibt, ist er zunächst nicht auf die Bekehrung im engeren Sinne des Religionswechsels festgelegt, sondern kann alle möglichen Übertritte von Systemgrenzen beschreiben, die in einem besonderen Maße als fundamental, das heißt lebensumfassend für das betroffene Individuum gelten, ideologisch motiviert und daher in der Regel von außen bzw. von Mitgliedern des anderen neuen Systems angestoßen werden. Als Conversio kann daher auch der Eintritt in den ideologischen Veganismus, die Annahme einer radikalen politischen Überzeugung oder der Austritt aus einer derartigen Gemeinschaft, der Wechsel der Fangemeinde für einen Fußballclub. Diese Erweiterung und Übertragung des Begriffs Conversio transferieren die religiösen Imprägnierung des Begriffs freilich auf andere soziale Systeme und öffnen sie für eine strukturelle Vergleichbarkeit mit religiösen Systemen. Hans-Ulrich Gumbrecht hat etwa vielfach überzeugend die kulturelle Bedeutung des American Football mit den Beschreibungsmechanismen religiöser Gemeinschaften dargelegt. Der Kern solcher Mechanismen von und zwischen Systemen ist die Status und Geltung erzeugende Zugehörigkeit des Menschen zu sozialen Gemeinschaften, die Alois Hahn partizipative Identitäten genannt hat. Partizipative Identität
betont anstelle der individuellen Einzigartigkeit des Menschen die Identität des Einzelnen als Angehöriger eines Standes, einer Sippe, einer Familie oder eines Clubs. Dass dies keineswegs ein mittelalterliches Phänomen ist, lässt sich an vielfältigen, sehr aktuellen Phänomenen unserer weltlichen Kultur konstatieren. Man denke nur derzeit wieder im Fernsehen Germany's Next Topmodel, wenn es auch sein mag, dass vor allem in weltlichen Kontexten der Beschreibung von Identität im vormodernen Europa selbst überragende individuelle Besonderheit eher als Manifestation und Bestätigung der Exzellenz des Status angesehen wurde, dem die Ausnahme Individualität angehörte. Das bedeutet, dass das Insistieren auf Status und Familienzugehörigkeit den Kern der Wesenheit der individuellen Erscheinung ausmacht. Der oder die Einzelne beschreibt sich öffentlich als Mitglied eines sozialen Systems vor dem Hintergrund der Erwartungen, die dieses System an ihn oder sie stellt. Bei Nichterfüllung werden individuelle Eigenheiten nicht eigentlich negiert, sondern als schrullige Abweichung marginalisiert. Bei Erfüllung thematisiert sich der oder die Einzelne nicht als individueller Leistungsträgerin, dem oder der persönlicher Ruhm zukommt, sondern als erwartungskonformes Mitglied des Systems, dem die Person durch Inklusion angehört und durch Exklusion von allen anderen. Status als Primärkategorie für innerweltliche Selbstthematisierung ist ein wesentliches Moment der Selbststabilisierung stratifikatorisch differenzierter Gesellschaften. Das gilt auch für die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder innerhalb einer solchen zu einer religiösen Lebensform. Obwohl diese Art spirituelle Selbstthematisierung zunächst ganz anders geartet erscheint, da sich ein Individuum aus seiner Familie bzw. dem angestammten System löst oder zu lösen scheint, um als Einzelner um sein Heil zu ringen. Hier wird jedenfalls vom Prinzip her ein existenzieller Ort sichtbar, wo die Einzelseele ganz allein vis-à-vis de deux erscheint, wo sie gleichsam aus der Inklusion in die Familie entlassen zu sein scheint. Der Weg vom Erkennen und Bekenntnis der Sünde zur Annahme der Buße bis zum Empfang der Gnade und des Heils sind in der christlichen Theologie vor allem ab dem 12. Jahrhundert, den man ja mit Jacques Le Goff völlig überspitzt und daher unrichtig die Geburt der Individualität andichtet, ausgesprochen individualistisch gestaltet. Er erfordert dringlich die Auseinandersetzung mit der individuellen Schuld, die nicht bloß Tun, sondern vor allem intentionale Entscheidung und Zustimmung zur Sünde bedeuten. Demnach wird auch die Abkehr von der Sünde und Hinwendung zu einem neuen Leben, der Vita Nova, als ein intentionaler Akt aufgefasst. Religionsgeschichtlich bezeichnet der Begriff Conversio eher selten den expliziten Wechsel der Religion. Und wenn, dann von die Bekehrungen zur Lehre Jesu, etwa in der Apostelgeschichte. Die Erzählungen sind in der Regel kurze, resultative Feststellungen. Jemand glaubt jetzt, hat sich bekannt und lässt sich taufen. Das ist auch bei Paulus Conversio vom Saul der Fall. Wir erfahren nichts über seine innere Einstellung vor oder nach dem Konversionserlebnis. Das Ereignis ist ein rein äußerlicher Akt. Ein passives Ereignis, ein Gnadenakt Jesu, zu dem Paulus zudem vorbestimmt war und sich nicht hat entscheiden können oder sollen, schon gar nicht vorbereiten. Von reflexiver Aufarbeitung kann gar nicht die Rede sein. Dabei handelt es sich auch bei Paulus um einen radikalen Identitätsverlust. Der wiederholte Verweis auf die jüdische Vergangenheit, in der er beflissentlich die Mitzvot befolgte und sogar den Christen als Verbrecher gegen dieselben jüdischen Gesetze nachstellte, fasst ihn ins Wort. Seine Verteidigung gegenüber Festus, der als Römer weder Jude noch Christ ist und daher typischerweise gar nicht Empfänger der Rechenschaft über die Konversion sein kann, fällt ebenso wortkarg aus wie die Konversion selbst. Im Alten Testament herrscht Pragmatismus vor. Elend und Schuld ebenso wie Vergebung und Rettung stehen in einem engen Zusammenhang. Wiederkehrende Elemente geben den Umkehrereignissen eine gemeinsame Struktur. Menschen sündigen, sie spüren die Folge der Schuld, durch Gott wird ihnen der Zusammenhang klar, Gott gibt ihnen eine neue Chance. Umkehr und Vergebung stehen in einem simplen Kausalzusammenhang. Weil die Reichen in Israel die Armen ausbeuten, luxuriös in den Tag hinein leben und sich nicht um den Untergang des Volkes sorgen, darum müssen sie jetzt in die Verbannung. Die Rettung aus der Gefangenschaft ist an die Konversion und ein neues Verhältnis zu Gott geknüpft.
Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr werdet rein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Die Metaphorik der Reinigung mit reinem Wasser, der Gabe eines neuen Herzens, der Öffnung der Gräber, der Sammlung der toten Gebeine, der Neubelebung durch den Atem Gottes schreibt sich ab hier ein als Sprachregelung in jüdische wie christliche Konversionserzählungen bis zum heutigen Tag. Schuld, Umkehr und Rettung erscheinen im Alten Testament als soziale Erfahrung. Anklage, Aufruf zur Umkehr und Zusage von Gottes Rettung richtet der Prophet an das ganze Volk, nicht den Einzelnen. Der Einzelne fungiert als Exemplar, nicht als Individuum, an dem symbolischer Ausdruckshandel identisch wiederholbar öffentlich wird. Das Schuldeingeständnis, die Klage über das Elend oder über die eigene Verkehrtheit, der Ruf nach Erbarmen, die Bitte um Reinigung von der Sünde und ein neues Herz. Auch religionsethnologisch betrachtet, wie die Theologische Realenzyklopädie ausführt, ist Konversion mit Identitätsbildung und Identitätsverlust verknüpft. Wer die Numina seines Stammes verlässt oder das Totem seines Clans aufgibt, verliert seine Stammesheimat und gibt sich selbst auf. Auch die hebräische Entsprechung zum lateinischen Conversare, Lehitgayer, was sich entfremden bedeutet, verweist auf diesen Zusammenhang. Es lässt sich als Konversion zwar auch von Massenbekehrung, etwa als Marker religionspolitischer Dominanz und als Folge von Religionskriegen sprechen, als Zwangshandlung ohne innere Umkehr des Einzelindividuums, ist damit zwar ein Statuswechsel durch äußeres Handeln wie etwa die Taufe beschreibbar, christlich-theologisch bleibt sich jedoch unerfüllt, solange die intentionale und innerlich überzeugte Hinwendung zur neuen Religion ausbleiben. Die Konversionserzählungen aller Religionen beinhalten vor allem solche Berichte, welche die Konversion geschlossener Völker und Stämme aus Überzeugungskraft und Wahrhaftigkeit der neuen Religion und als Beweis der Degeneriertheit und Unwahrheit der Überkommenen in den Fokus stellen und damit die Innerlichkeit des Konversionserlebnisses als einen Prozess jeder Einzelseele beweisen. Im Erkennen der Sünde und Bekennen zur Buße als Schritt auf dem Konversionsweg und als Voraussetzung für den Empfang vom Heil ist das Individuum auf sich selbst zurückgeworfen. Seine innersten Motive erscheinen heilsrelevant und erforschungsbedürftig. Der Philosoph und Soziologe George Herbert Mead hat deshalb die Geburt des Selbst als Übernahme der Perspektive signifikant anderer durch das Selbst beschrieben. Das heißt, Selbstthematisierung entsteht durch die Adaption von Fremdbeschreibung. Dies widerspricht jedoch keineswegs dem, was Hahn als partizipative Identität vor dem Hintergrund der Luhmannschen operationalen Geschlossenheit sozialer Systeme in stratifikatorischen Gesellschaften bezeichnet. Im Gegenteil, beide Konzepte, diesseits und jenseits bezogene Ordnungen, bestehen gleichzeitig und durchdringen einander. Das ist so, weil sich die spirituelle Selbstthematisierung, wie das Bekenntnis zu einer neuen Religion, in der Konversion naturgemäß im Diesseits vollzieht und von den Erwartungsmustern, Beschreibungsmotiven und rituellen Handlungen der jeweiligen Religionsgemeinschaft, die nichts anderes als ein soziales System ist, orientiert. Die Selbstexklusion aus der Gesellschaft im Akt des Rückzugs in eine geistliche Gemeinschaft, der Moniage also, die Mönchwerdung, vollzieht sich innerhalb der Gesellschaft. Um den Moniage als habituellen Akt der mentalen Conversio sichtbar als Exklusion zu vollziehen, muss symbolische Aufrüstung betrieben werden. Ein Konvertit im klassischen Sinne, die Gerim, wie hebräisch für Übertretende zum Judentum heißen, werden durch Tebila, die rituelle Waschung, oder Brit Milach, die Beschneidung, vollzogen. Christen durch die Taufe, Muslime durch das Glaubensbekenntnis initiiert. Ein Mönch isst nichts oder wenigstens weniger, aber immerhin andere Speisen als der weltliche. Seine Kleidung ist anders. Er kasteit sich womöglich als extremen Bußakt, schläft oder spricht nicht, lebt allein in einer Klause und so weiter.
Selbst der radikalste Rückzug in die Eremitage, also der Gang in die Wüste, in die Felsenhöhle, gelingt nicht als vollständige Abkehr von der Gesellschaft. Der heilige Antonius muss sich immer wieder aufmachen, um der Gesellschaft zu entfliehen, da sein Rückzug sich nur im Diesseits ereignen kann und dieses ist diesseitig eben nun mal überall. Solche extremen Formen der Exklusion sind gleichzeitig aber Inklusionsmechanismen in eine neue Gemeinschaft, in der der Einzelne wiederum als Garant der Einheit, Geltung und Stabilisierung der Religions- oder geistlichen Gemeinschaft und allem, was ihr gemeinsam ist, gilt. Abweichungen und sei es durch übertriebene Bußfertigkeit werden entweder marginalisiert und stillschweigend integriert oder mitunter durch Exklusion sanktioniert. Genauso wie in der weltlichen Sphäre, in der Familie, der Sippe, dem Stand und so weiter. Niklas Luhmann hat das Ordnungsprinzip stratifikatorischer Gemeinschaften gegenüber der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft als gekennzeichnet durch Inklusion und Exklusion von Individuen beschrieben und das europäische Mittelalter als exemplarisch benannt. Man gehört zu einer Gesellschaft aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Kaste, einem Stand, einer bestimmten Schicht, die über Inklusion, Exklusion geschlossen wird. Man kann nur einem und nicht anderen Teilsystemen angehören. Man verdankt seine Individualität sozialer Inklusion, sofern sie durch Zuweisung eines sozialen Status erworben wird. In der Genese von Konversionserzählungen und Erzählschlüssen von Helden- und Heiligenbiografien zeigen, dass der symbolische Bruch mit der Gesellschaft außerhalb der Religionsgemeinschaft oder des Klosters als Ort keineswegs die sozialen Beziehungen, den Status, die Sippenbindung usw. aufkündigt. Während idealiter alle Menschen gleichermaßen der Religionsgemeinschaft angehören und in Bezug auf Sünde und Buße auf ihr selbst zurückgeworfen sind, herrscht im Prinzip außerhalb die stratifikatorische Ordnung, in der eine Person nur immer einem System, einem Stand also zugehört. Das ist aber nur theoretisch der Fall und in der christlichen Theologie ab dem 12. Jahrhundert gewissermaßen der Verkaufsschlager. Jedoch erzählen die literarischen Texte von den ebenso schwierigen wie notwendigen Integrationsmechanismen, von denen die alttestamentarischen Vorbilder in ihrem Pragmatismus noch lange nichts zu berichten wissen.